Jenseits des Blaus. Wenn man an die Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA denkt, kommen einem wahrscheinlich Bilder von wirbelnden, juwelenbesetzten Wolken in Nebeln, Galaxien, die älter sind als je zuvor, und geborenen Babysternen in den Sinn. In seinem ersten Jahr im Weltraum zierten die Ergebnisse des leistungsstarken Teleskops der NASA die Titelseiten populärwissenschaftlicher Zeitschriften, Werbetafeln am Times Square und die Bildschirme begeisterter Astronomieenthusiasten und Gelegenheitsleser gleichermaßen. Zuschauer auf der ganzen Welt, darunter sogar der Präsident der Vereinigten Staaten, haben den Kosmos bestaunt, wie er von dieser wunderbaren Maschine gesehen wird. Eine Maschine, die uns zwingt, den Kosmos durch eine neue und überarbeitete Linse zu betrachten. Dennoch sind einige der unglaublichsten Ergebnisse von JWST diejenigen, die größtenteils unbemerkt bleiben und unterschätzt werden. Möglicherweise haben Sie es übersehen oder sogar das Bild als eintönigen Punkt unterschätzt, nicht annähernd so prachtvoll wie der Karin-Anebel oder die Wagenrad-Galaxie. Wir sprechen über die Bilder und Beobachtungen des Teleskops von Exoplaneten, einem Planeten um einen anderen Stern. Wir sind uns nicht darüber im Klaren, dass wir auf eine andere Welt blicken, wenn James Webb ein Bild eines fernen Exoplaneten macht und es uns zeigt. Eine Welt, die wie ein Planet unseres eigenen Sonnensystems sein könnte. Oder vielleicht sogar wie unsere Erde. Im letzten Monat hat James Webb zwei neue Exoplaneten beobachtet. Ein felsiger Exoplanet und ein Gasriese. Das allererste von James Webb aufgenommene Exoplanetenbild war der Exoplanet HIP 65426b. Was auf diesem Bild wie kleine, klumpige Klumpen aussieht, ist Licht von einem echten Planeten, der fast 10-mal so groß wie Jupiter und fast 400 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Er umkreist einen Stern, der viel größer als unsere Sonne ist, und ist sehr jung, sogar so jung, dass er von der Hitze seiner Entstehung noch warm ist und hell im Infrarotlicht leuchtet. Diese Infrarotphotonen reisten direkt aus einer anderen Welt, um den prächtigen goldenen Wabenspiegel von JWST zu erreichen und die Bilder zu erzeugen, die wir sehen. Sie sind so viel mehr als nur einfache Punkte. Es ist unglaublich, dass es der Menschheit gelungen ist, einen anderen Planeten direkt zu betrachten, eine Aufgabe, die mit dem Fotografieren eines Glühwürmchens vergleichbar ist, das aus Hunderten von Kilometern Entfernung inmitten der Lichter einer Stadt summt. Planeten sind im Vergleich zu den hellen Sternen, die sie umkreisen, extrem lichtschwach. Um sie zu sehen, müssen wir das Sternenlicht durchforsten, um die Planeten darunter zu entdecken. Jetzt hat das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA einen fernen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems beobachtet, der anders ist als alles andere in ihm und dabei eine wahrscheinlich stark reflektierende Welt mit einer dampfenden Atmosphäre enthüllt. Es ist der bisher genaueste Blick auf die mysteriöse Welt, einen Mini-Neptun, der für frühere Beobachtungen weitgehend undurchdringlich war. Und obwohl der Planet mit der Bezeichnung GJ1214b zu heiß ist, um Ozeane mit flüssigem Wasser zu beherbergen, könnte Wasser in verdampfter Form immer noch einen großen Teil seiner Atmosphäre ausmachen. Der Planet ist vollständig von einer Art Dunst- oder Wolkenschicht bedeckt, sagte Eliza Campton, Forscherin an der University of Maryland und Hauptautorin eines neuen Artikels über den Planeten, der in Nature veröffentlicht wurde. Die Atmosphäre blieb uns bis zu dieser Beobachtung völlig verborgen, sie stellte fest, dass der Planet, wenn er tatsächlich wasserreich wäre, zum Zeitpunkt seiner Entstehung eine Wasserwelt mit großen Mengen an wässrigem und eisigem Material gewesen sein könnte. Und wo Wasser ist, könnte Leben sein. Diese Wasserwelt könnte winzige mikrobielle Gemeinschaften oder vielleicht sogar riesige Wasserriesen beherbergt haben, die noch nie in ihrem Leben einen Sonnenstrahl gesehen haben. Um eine so dicke Barriere zu durchdringen, nutzte das Forschungsteam einen neuartigen Ansatz. Zusätzlich zur Standardbeobachtung, der Erfassung des Lichts des Muttersterns, das durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert wurde, verfolgten sie GJ1214b auf nahezu seiner gesamten Umlaufbahn der Stern. Die Beobachtung demonstriert die Leistungsfähigkeit von Webbs mit Infrarotinstrument, MIRI,
das Lichtwellenlängen außerhalb des Teils des elektromagnetischen Spektrums betrachtet, den das menschliche Auge sehen kann. Die Fähigkeit, eine vollständige Umlaufbahn zu erreichen, war wirklich entscheidend, um zu verstehen, wie der Planet Wärme von der Tag- zur Nachtseite verteilt, sagte Kempton. Es gibt große Kontraste zwischen Tag und Nacht. Die Nachtseite ist kälter als die Tagseite, tatsächlich schwankten die Temperaturen von 535 auf 326 Grad Fahrenheit. Eine so große Verschiebung ist nur in einer Atmosphäre möglich, die aus schwereren Molekülen wie Wasser oder Methan besteht, die bei Beobachtung mit Miri ähnlich aussehen. Das bedeutet, dass die Atmosphäre von GJ-1214b nicht hauptsächlich aus leichteren Wasserstoffmolekülen besteht, was ein möglicherweise wichtiger Hinweis auf die Geschichte und Entstehung des Planeten ist und möglicherweise auf seinen wässrigen Ursprung. Und obwohl der Planet nach menschlichen Maßstäben heiß ist, ist er viel kühler als erwartet. Das liegt daran, dass seine ungewöhnlich glänzende Atmosphäre, was die Forscher überraschte, einen großen Teil des Lichts seines Muttersterns reflektiert, anstatt es zu absorbieren und heißer zu werden. Die neuen Beobachtungen könnten die Tür zu tieferen Erkenntnissen über einen Planetentyp öffnen, der von Unsicherheit umgeben ist. Beim Blick auf einen 26 Lichtjahre entfernten Gesteinsplaneten hat das James Webb Space Telescope, JWST, Anzeichen von Wasserdampf entdeckt. Die Entdeckung wäre das erste Mal, dass es Astronomen überhaupt gelingt, eine Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems zu erkennen. Das Auffinden von Wasserdampf auf einem kleinen Planeten wäre auch ein großer Fortschritt bei der Suche nach bewohnbaren Planeten außerhalb der Erde, da Wasser für das Leben, wie wir es kennen, lebenswichtig ist. Allein zu wissen, dass auf einem Gesteinsplaneten um einen anderen Stern Wasser existieren könnte, wäre eine große Sache. Das Team hatte ursprünglich geplant, in der Atmosphäre von Gesteinsplaneten nach Signaturen von Kohlendioxid zu suchen. Die Forscher hatten GJ-486b im Visier, einen Gesteinsplaneten, der in der Nähe eines roten Zwergsterns im Sternbild Jungfrau kreist. Mit einer geschätzten Oberflächentemperatur von 800 Grad Fahrenheit ist GJ-486b mit der Venus vergleichbar und liegt sicherlich nicht im Bereich dessen, was man als bewohnbar oder erdähnlich bezeichnen würde. Er umkreist seinen Mutterstern so nah, dass die Atmosphäre des Planeten leicht schon vor langer Zeit durch Sterneinbrüche und andere Ausbrüche hätte erodiert werden können. Angesichts solch rauer Bedingungen sagte die Hauptautorin der Studie, Sarah Moran, eine Planetenforscherin an der University of Arizona, sie sei überrascht gewesen, Signale zu sehen, die auf eine atmosphärische Erkennung hindeuteten. Ein konkurrierendes Szenario ergibt sich aus der Tatsache, dass rote Zwerge viel kleiner, dunkler und kühler sind als unsere Sonne. Sollte sich herausstellen, dass der Wasserdampf vom Planeten und nicht vom Stern kommt, würde das bedeuten, dass GJ-486b eine Atmosphäre hat. Und wenn ein Planet mit einer so hohen Oberflächentemperatur und einer gefährlich nahen Umlaufbahn zu seinem Mutterstern eine Atmosphäre aufrechterhalten kann, dann dürften kühlere Welten in milderen Umlaufbahnen vermutlich noch bessere Chancen auf Bewohnbarkeit bieten. Innerhalb des nächsten Jahres oder so sollten Astronomen genügend Daten sammeln, um definitiv feststellen zu können, ob GJ-486b eine Atmosphäre hat. Das ist erst der Anfang. Weitere Beobachtungen von Exoplaneten durch James Webb werden die Zukunft der Astrobiologie sicherlich verändern, aber was weiß ich?